Nächste Kampfrunde, die zweite. Ganz generell durfte Askrim vorziehen vor alle Ja, Travigor. was hat er vor? Rafim zweimal hauen, Travigor zweimal hauen, Corian zweimal hauen. Dann gehe ich in einer Aktion ran und schlag einmal zu. Machst du einen Sturmangriff oder nur eine Aktionposition? Das ist die Frage. Kannst du dir auch noch überlegen. Also du kannst natürlich auch Travigor, was willst du tun? Ja, also ich denke mal nicht, dass sich Entwaffnen lohnt, weil er eine Körperkraftprobe plus 8 wahrscheinlich garantiert schafft. Ich guck mal, ob seine Körperkraft angegeben ist. Das wäre eine interessante Idee. Aber ich müsste auch 6-mal entwaffnen, von daher glaube nicht, dass sich das lohnt. Ach, das Ja. geht schon. Mach's. Also seine Körperkraft ist nicht angegeben, aber er ist halt 5 Meter groß. Vermutlich irgendwas um die 40. Ach, Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich gelernt. Ich will 2-mal angreifen. Und ja, würfel mal. Währenddessen brummt er noch in Richtung von Rafim. Töte Travigor. Schließ dich mir an. Wuchtschlag plus 3. Er Getroffen? getroffen. Darf ich gleich abziehen, ja? Er pariert nicht, also mach aber Schaden. Was soll er parieren? Sind aber nur 11, 11 allerdings minus Gewalt. 8. Ach so, ja, warte mal. Geweiht, normal geweiht. Ja. Sind 3 Schaden. Oh ja. Macht Spaß. Soll ich gleich Gut. die zweite Attacke nochmal? Ja, wenn du nicht parieren willst, sondern den, ja, kannst du klar machen. Das sind jetzt. Nee, nicht geschafft. Gut, dann schicke ich erstmal Travigor zu Boden. Ich mache mal meine 2 Attacken für Travigor. 1, 2. Ich gebe dir eine Peitsche und einen Morgenstern. Ich Haben kann. Achso, ich kann noch Du frei kannst ausweichen. Ich ausweichen könnte noch hier. frei ausweichen, allerdings ja mit einem scheiß Ausweichwert. Ach so, Distanzklasse, ne? NSP, also. P ist natürlich ausweichen ziemlich lustlos. Kannst ausweichen, wenn du möchtest. Muss versuchen. Kann ich da aufrufen? Ja. Sieht gut aus. Oh, Junge. Okay, dann der Morgenstern nicht, sondern nur die Peitsche, die die ASP abzieht, sind nur 6, nee, 16, nicht 13. Nur 13 in dein linkes Bein. Das gibt mindestens eine Wunde. Moment. Gibt eine Wunde? Hast du keine Rüstung? Ach, du hast deine Socken ausgezogen. Genau, da war die Rüstung drin. Nee, wo steht die Wundschwelle? Ah, Wundschwelle 7. 13 minus 2 ist nur eine Wunde zum Glück. Und jetzt muss ich Selbstbeherrschung würfeln, oder? Uff, ja. 11 Schaden. Das heißt. Über deine, du musst Schaden. Bis Also zu Würfel nach 5. der Selbstbeherrschungsprobe. Ich glaube, deine Konstitution, zwei Punkte oder sowas brauchst du übrig. Ja, lächerlich. Wenn wir Okay. ignorieren, bleibst du stehen, kannst du Wunde ignorieren. Dann ist die 10 durch, wir machen weiter mit Mahira. Ja, ich würde gern anfangen, einen Schutzsegen zu wirken. Das geht, also das ist ein Stoßgebet, dauert 10 Aktionen. Die Reichweite ist Berührung. Würdest du es zulassen, dass ich nach diesen 10 Aktionen noch eine Aktion mache, um den zu berühren? Würde ich Oder muss zulassen, das. ich biete dir 1W20 Runden. Also was heißt Runden an? Was hast du gesagt? Kampfrunden oder Aktionen? Aktionen, 10 Ich Aktionen. biete dir 1W20 an. Also du kannst es mit einer einschaffen, du kannst es aber auch länger brauchen. Das ist Für jetzt das Stoßgebet Pokern. jetzt? Ja, ist Pokern. Ja, alles klar. Willst du ein Würfel ich W20? oder würfelst du? Würfelst du? Den Aktionen sind wir eh alle tot. Wow, ist das dein Ernst? Scheiße. Wow. Ja, dann Aktion Nice. Position, stellst du dich hin und wen willst du berühren? Ich möchte nicht wen berühren, ich möchte was berühren. Und Es. zwar, ja, Aua. speziell die Krone.
Dafür muss ich jetzt aber erstmal meine Mirakelprobe. Da gehen wir mal bitte zu den Modifikatoren. Geschieht es aus einer Notlage heraus? Ich würde sagen, ja. Du siehst, wie deine Freunde geschlachtet werden. Richtig. Wir sind in Erfüllung eines göttlichen und sogar kirchlichen Auftrages unterwegs. Du wurdest von Dorothea geschickt und hier ist nicht nur die Sumo-Kirche interessiert oder die Chor- oder Rondra-Kirche, hier sind irgendwie alle Kirchen involviert. Alles klar, das gibt einem bis zu minus 7. Die gibt's gar nicht. Ich denke mal, der volle. Was? Ja, volle. Volle über 7, okay. Es ist nicht aus eigensüchtigen Motiven, es ist nicht unter magischer Beherrschung oder Beeinflussung. Kein frisch konvertierter Geweihter. Der Geweihter ist weder ein Eidbrecher noch ein Frevler. Jetzt gehen wir aber zum Ort. Und zwar, das ist eine Globule. Das ist mindestens plus 7. Ja, mindestens. Ich geb dir eine 12. Göttergefällige 12 Punkte. Mhm. Alles klar. Es ist nicht der Monat des 12 Gottes, nicht die namenlosen Tage. Der Rest Harmonie mit dem Weltgeschehen. Ja, nein. Minus 2 bis plus 7. In Harmonie, dass du das jetzt tust, minus 1. Alles klar, es ist eine Grad 3 Liturgie, das ist dann plus 4 und dann haben wir insgesamt bei plus 1, das ist eine plus 5 Probe. Hast du das in Sammlung drin? Ja, haben wir schon gerechnet, waren plus 12. Globule. Okay, habe ich. Achso, das gehört dazu. Okay. Ja, ja, Ort, also in Sanctum, Globule, nenn es wie du willst. So, Liturgiekenntnis ist da. Wie ist die Probe erleichtert, das Schwert? Die ist um 5 erschwert. Oh, das geht ja noch. Hesinde will es. Hesinde will es, ja. Auswirkungen? Genau, also das ist ein Schutzsegen. Grad 3 ist das jetzt. Ich kann damit einen schützenden Bereich mit meinem Stab umwirbeln und rufe dabei die Worte: Im Namen der Herren Hesinde, der Herren Rondra und ihrer göttlichen Geschwister, unheiliges Gezücht, weiche zurück, du kannst hier nicht vorbei. Ja, und dann möchte ich es gerne berühren. Beziehungsweise, wenn du es sogar zulässt, würde ich gern mit einer Körperbeherrschungsprobe versuchen zu springen und die Krone zu berühren. Also, ich will da zwei Kletternproben für haben. Das Ding ist 5 Meter groß. Körperbeherrschung, keine Chance, auch wenn ich klettern. Irgendwie Meistertalente. Du kannst Klettern ableiten auf Körperbeherrschung plus 10. Echt? Ist das die plus 10? Jo. Ach nee, warte mal. An den Mirakeln kann also entweder Klettern oder Körperbeherrschung plus 10. Oder du lässt dir was anderes einfallen. Warte mal, ich muss mal gerade das abziehen. Um das Viech herum, da kommt es nicht mehr raus. Körperbeherrschung plus 10 hast du gesagt? Genau. Okay, dann setze ich meine letzten 4 ASP ein, krieg dafür... Ich will zwei Kletternproben haben, ne? Ja, okay. Dann jeweils 2 einsetzen, dann habe ich plus 4 jeweils. Mhm. Und du hast es gesagt, um 10 erschwert. Genau. Dann gib uns mal die erste. Ja. Komm ich vielleicht nicht ganz ran? Nein. Doch, also doch, ich würde schon sagen, dass du hochkletterst. Also ich will noch eine zweite haben, aber du... Ja. Ja, tut dir leider wirklich an seinem Stachelgürtel weh. 3W6 Schadenspunkte, ja. Stachelgürtel. Du, ich würde vielleicht noch die 20 shippen. Boah, dann jetzt. Die zweite Körperbeherrschung noch nicht. Die gibst du mir in der nächsten Kampfrunde. Ah, okay. Jetzt habe ich sie aber schon gewürfelt. Ja, nee, die würfelst du mir nochmal. So, 20 ist gelungen, also keine 3W6 Schadenspunkte. Du bist durch. Kuria. Okay, Schwert gezogen, Götterschlag. Absolut bescheuertes. Ich greife Bellalar mit ihrem eigenen Schwert an. Mhm. Schau ich gerade mal nach, was Götterschlag für Werte hat. Ja, ich kann es dir gerade sagen. Ich hab das Abenteuer hier offen, daher kommen ja die ganzen... So, Götterschlag. 2W6 plus 4, die macht das natürlich. TPKK gilt auch, 12-2. WM ist auch ziemlich krank. Bluttrinker, nein, du kriegst keinen Bluttrinker. Wieder die Götter, die Waffe wird verletzt gegen Löwen, Panther, Manticore, Chor, Rondra, Geweihte. Jeder Geweihte, der das Schwert berührt, spürt Unbehagen und leichten Schmerz. Ist egal, ewige Wunden, die Lebenspunkte, die du machst, ja, nee, also es ist ein ganz normales 2W6 plus 4 ja. Schwert. Aber ich mach den Hammerschlag.
Ja, hau rein. Wahrscheinlich heizt Würfel du auf die ihn 15. Damit. Nice. So, dann erstmal. Ja, warum kommt der Schaden nicht? Kriegt ihr den Schaden? Ich krieg ihn nicht. 2-6 nochmal bitte würfeln. So, 6 plus 7, 13, sind wir bei 30, 39. Warte. Nee. Also, wie viel sind das? 2-6 plus 4 sind 10 und dann der TPKK. Plus 3. Dann bist du bei 13. Genau. So. Dann wird das verdreifacht, weil es ein Hammerschlag ist. Ja, ne? Sind wir bei 39. Minus 8. Minus 8. 31. Genau. Gut. Ich hatte gerade noch überlegt, ob wir erst die Rüstung abziehen, aber nein, der Hammerschlag sagt das vorher an. Gut. Götterschlag gezogen, Hammerschlag, verbraucht deine Aktion. Ado, zaubert noch? Zaubert noch. Hast wie viele Schicksals- sind wir? Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja. Willst du mir den geben? Für? Dann bist du fertig. Ah, take it. Take it. Gut. Spinnenlauf geht durch. Ja, dann fange ich jetzt an, die Wand hochzulaufen. Erstmal, wo stehst du? Stehst hier, Aktion, Position, kannst du entweder dahin oder dahin oder hierhin. Was willst du tun? Ist hier keine Wand? Ich muss gerade mal schauen. Nee. Oh. dann laufe ich. Wie weit komme ich? Geschwindigkeit mal 3, ja, eigentlich mal 2. Okay, ja, dann also du kannst jetzt nicht im Sprint. Hier laufe ich hier quasi 10 ja. Meter und dann noch 6 Meter nach oben. Beziehungsweise du kannst einmal 8, dann die 2 sind die 2 freien Aktionen und dann kannst du nochmal 8 Meter nach oben laufen. Dann hänge ich jetzt in 8 Metern Höhe, stehe ich jetzt an der Decke, also an ja, der Wand. Ist richtig. Wie hoch ist der Raum? 15. Okay, gut. Also ja, dann ziemlich hoch, mehrere Stockwerke. Jo. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Mhm, gut, dann Corian ist durch. Der blutige Neb legt mit seinem Pfeil auf. Zielt nicht, sondern schießt gleich direkt. Braucht er nicht. Hat getroffen. Würfelt seinen Schaden. Ist nicht viel. Weiterer Pfeil. Auf ihm. Ja, ich muss das Vieh hauen. Mach es alle. Ich würde noch sagen, stirb, anstatt dich zu ergeben und dreimal draufhauen. Dreimal? Ja, stirb, anstatt dich zu ergeben. Gut. Dann macht das jetzt auf alle Fälle Asgrim, macht das jetzt Sinn vorzuziehen, bevor Belhalla ja. zuschlägt? Ich laufe zu Corian rüber. Das ist eine Aktion. Und mit der zweiten Aktion pariere ich. Ja, kannst nicht parieren. Der ist so groß. Er ist ein sehr, sehr großer Gegner, also okay. du kannst nur ausweichen, du kannst auch kein Schild dazwischen halten. Ich hätte ihn einmal, aber das davor ist die 8er Schwernis von davor, weil ich gefailt habe. Mhm. So 36 minus seine 8er, 9er Rüstung? Nee, erst minus 8 und dann mal 2 sind 20. Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem Hammerschlag und dem göttlichen Schaden, der geht erst. Nee, ist Crit. Achso, Entschuldigung, ist Crit, habe ich nicht gesehen. Wow. Das heißt, dann ist der Schaden mal 2 und dann durch Chor machen wir mal 3 draus. 18. Erstmal 3. Ja, warte mal, jetzt muss ich gerade wieder überlegen. 36. Ziehen wir erst die Rüstung ab? Wir ziehen erst die Rüstung ab. Okay, wie viel Rüstung hat er? Nee, du bist nicht. Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Erst alles verdreifacht. So, 18 mal 3. 36 müssen 54 sein, oder? Ich spreche. Nee, passt. 54? Ja, alle. Minus 8. Ja, 46. Und dann hau ich ihn nochmal mit dem 1er Wuchtschlag, weil. So stelle ich mir das vor, mein Junge. Sauber! Was? Wow. 19, das minus sind 31. Also 57. Minus 20. Ich hab grad über 100 Schaden in einer Runde gedrückt. Schade. Ich hätte vorziehen sollen. Entschuldigung, Asgrim. Ich bin echt schon Torwart. Schon? Ich hab grad 100 Schaden gemacht.
gerade 100 Damage in einer Runde gemacht. Möchte Askrim noch vorziehen und den Kill klauen oder so? Ich habe ja gesagt, ich möchte parieren und ich warte drauf, dass er zuschlägt. Ich weiß ja nicht, dass ich es nicht tun kann. Also nein. Gut, Malhira ist ja auch weiter nach oben geklettert. Gib mir nochmal eine Körperbeherrschungsprobe. Ja. Vielleicht sehen wir die. Beziehungsweise, wir können auch die von vorhin nehmen. Die war auch erfolgreich, ne? Ja. Ja. Ist egal. Gut, dann bitte Beschreibung der Szene von allen. Wir fangen unten bei Ritter Travigor an. Ja, ich bin ausgewichen, will mich so ein bisschen in Position begeben, merke, wie der Nebenmann vollkommenes Blutbad anrichtet und schau zu. Mit offenem Mund siehst du, wie Rafim dort steht und sein Schlachtwert tut. Rafim, Beschreibung der Situation. Ja, während der eine Kamerad todesmütig nach vorne gesprungen ist, Korian schließt der Rest von uns auf. Und Rafim brüllt immer wieder aus voller Seele: Stirb, anstatt dich zu ergeben! Und schlägt immer wieder auf das bestialische Vieh ein. Peitsche hat dich umwickelt, hat dir dein Bein fast abgerissen, blutige Striemen über deine gesamte Brust gezogen. Im Morgenstern bist du ausgewichen. Ein langer Schritt, du bist noch einmal nach oben gesprungen, hast versucht, ihm, auch wenn er dort oben steht, mit seinen 5 Metern Höhe die Brust aufzuschneiden. Mahira, konntest du sehen, wie sie neben dir nach oben kletterte. Mit einem Vers von Ronda auf den Lippen. Eine Beschreibung bitte. Ja, Mahira stand erstmal eine Weile im Hintergrund. Die hatte sie schon fast vergessen. Und sie murmelte so schnell vor sich hin, dass sie ja eigentlich keine einzelnen Wörter mehr erkennen konnte. Auch wenn ihr perfekt Tulamidia sprechen würdet. Und dann schnellt sie plötzlich nach vorne, mit 2 mächtigen Klimmzügen zieht sie sich nach oben und zieht mit ihrem geweihten Kampfstab einen Kreis um die Krone des Erzdämonen. Und somit wirkt der Schutzsegen gegen alle Wesen der Dämone des Belhalha als zweifach geweihter Boden. Asgrim, Olexion. Was tust du? Ich sehe, dass sich das Monster Korian zugewandt hat und stürme aus schierer Güte, also ich möchte unbedingt helfen, zu ihm herüber und stelle mich bereit, um die Schläge, die ihm gelten sollen, zu parieren, während Rafim wie ein Wilder einschlägt. Ardo. Ardo stand eine ganze Zeit lang im Hintergrund, hat einen Zauber vorbereitet, wusste, dass dieser Gegner nicht durch einfache Mittel oder ohne Opfer besiegt werden kann. Bis er dann irgendwann losgerannt ist auf eine Wand zu und diese dann gerade nach oben mit dem Schwert und einem Dolch in der Hand und dann an der Decke entlang, bis er über dem Vieh stand, wo er nur noch gesehen hat, dass es gerade in sich zusammensinkt. Gerade gesehen, wie Mahira ihren Stab auf die Krone gedonnert hat, ein Zittern, was durch den Boden ging, durch die Globude, durch den Hörnerturm und du hast dich fallen lassen mit deinem Dolch und dem Schwert gleichzeitig in den Kopf, in die Schnauze dieses Dämons, diese Echse fallen lassen. Korian, deine Aktion. Korian stürmte als erster nach vorne, wurde daher aber auch als erster getroffen. Seine rechte Seite, sowohl rechter Arm als auch rechtes Bein wurden ziemlich zerstört. Große Wunden, ein großer Schnitt, der ihm von der Ferse bis fast hoch zur Hüfte reicht, sodass er sich nur humpelnd fortbewegen kann. In einem Moment kurzer Zweifel wirft er dann sein Schwert weg und zieht das Schwert der Belhalla. Dann, man sieht es vielleicht kurz in seinen Augen, wenn etwas rot aufblitzt. In dem Moment wird er dann aber glücklicherweise noch von einem chorgefälligen Funken erfüllt und anstatt eine unausbrechliche Aktion durchzuführen, steckt er das Schwert der Belhalha in den Rücken. Du kannst noch einen kurzen, kleinen, haarlosen Goblin neben dir erkennen, der dort mit seinem Spieß und seinem Speer steht,
der einmal mit seinem Speer rüberdeutet in Richtung von Ardo, in Richtung von Mahira. Töte sie. Unbegrenzte Macht. Und dir ein letztes Mal ein Angebot macht. Dann könnt ihr sehen, wie unter dem Hieb von Mahira die Krone zerbricht, zerbürst. Und dieser Kampf von Legenden besungen wird. Mit der Hilfe von Ras Kordas, Kor oder Rondra, könnt ihr die Stachelkrone zerstören und seht, wie der Hörnerturm unter euch, neben euch, einbürst. Säulen, die einstürzen, Blutbäche, die versiegen und das Unheiligtum der Blutkerbe kollabiert. Roter Nebelwald auf und hüllt euch ein. Ihr könnt nicht einmal eine Armeslänge mehr weit sehen. Ein letztes Flüstern in Korians kleinem Kopf. Von dem Goblin. Bring sie um. Du bist besiegt! Verschwinde! Alles um euch herum wird schwarz. Nach einer äonenlangen Zeit, die nicht in Worte gefasst werden kann, klärt sich wieder die Sicht. Und ihr erwacht wieder am See. Ein kleiner, friedvoller Weiler mitten in Dapazien. Ihr könnt noch erkennen, wie hier der tote Trollzacker liegt. Zumindest der soldatische Freund, der vor einigen Augenblicken gerichtet worden ist. Sein Körper ist schon verkrustet. Und ihr kommt wieder zu euch. Rafim fehlt. Sagt mir, dass wir das nur geträumt haben. Für das Rudel. Ihr blutet aus offenen Wunden. Ihr spürt das schwarze, brennende Pech unter eurer Rüstung. Die zerborstene Rüstung von Korian. Die Streitkolbenhiebe, das Peitschenknallen. Die Rufe von Geistern. Alles, was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Ihr seht ja fürchterlich aus. Wo ist denn der Herr Rafim? Rafim? Rafim! Rafim! Sofern könnt ihr ein Donnergrollen hören. Eine abebbende Erschütterung geht durch den Boden. Die Blutkerbe ist Geschichte. Er stand noch eben neben mir. Ist er zurückgeblieben? Ich hoffe doch nicht. Diese mächtigen Hiebe? Er hat auf jeden Fall gekämpft wie ihr Chor in Person, also nicht, dass ich ihm je begegnet bin. Oder er hat ihn zu sich gerufen. Mein Kopf. Das kann sein. Aber das wäre doch nicht gerecht. Nun kann er auf den Schlachtfeldern Kors streiten, auf ewig. Ist ein Paradies. Und er hat eine gute Tat getan. Ja, eine unvergleichliche. So etwas wird nicht jedem Sterblichen zuteil. Das ist wohl wahr. Ich möchte mich mal gern umsehen, ob irgendwie Spuren von weiteren Leuten noch hier sind. Also ob noch irgendwer mit uns aus der Blutkerbe gekommen ist. Nein, ansonsten seid ihr wohl alleine. Auch der tote Trollzacker, der von den Kroborim gerichtet worden ist, ist nicht herausgekommen. Ihr seid allein. Korian, was ist mit eurem Zeichen? Verschwunden. Weg. Das heißt, wir waren erfolgreich? Das nehme ich doch an. Habt ihr es nicht gespürt? Was gespürt? Wie es mich zerfetzt hat? Dort auf meinen Bein. Danach. Herrje, nimm diesen Heiltrank hier. Nimm den Heiltrank, schau ihn etwas zweifelnd an. Einen Moment noch. Dann setze ich mich im Schnellersitz auf den Boden, lege alle Waffen ab, die ich habe. Also Streitkolben, Wurfmesser, Langdolch, der Sklaventod und Götterschlag sind ja beide in der Klobule zurückgeblieben. Lege die dann alle vor mich ab, stecke die mit Klinge in den Boden, bete dann alle neuen Regeln herunter und am Ende dann für Rafim, den tapferen Streiter, bis zuletzt. Für Rafim,
Für Raphim. Raphim derweil steht vor dem Sohn des Drachen, vor Kor. Du kannst ihn erkennen, wie er dort wird dir aufragt, riesig, gewaltig groß, und er die Aspekte von Rondra und Pharmalor teilt. Wie er dich ansieht, zu Ehren seines riesigen Thrones und seiner ewigen Schlacht, die hinter ihm tobt. Aber sie ist anders. Sie ist anders als all die Grausamkeiten, die du bei Belhalhar blicken konntest. Du siehst, wie er dir gütig zunickt, lächelt und dir einfach nur noch sein Schwert entgegenstreckt. Würdig. Ihm würde seinen Kopf in Richtung Boden neigen, auch ein bisschen zittern und ab und zu mal versuchen, so einen Blick auf die ewige Schlacht zu werfen. Kannst dich umdrehen, die Schlacht in aller Ruhe genießen. Wie dort Blut vergossen wird zu Ehren von Kor, dem schwarzen Panther. So viele Brüder und Schwestern. Da ist Korda, die strafende Richterin des Blutes. Die wenigsten Aventurier, die die schwarz-rote Mantikorin kennen, die gnadenlos nach den Söldnern sucht, die einen Scharfrichter brauchen. Aus Blut und Schmerz geboren, in einem einzigen Atemzug, den sie dem heiligen Zorn ihres Vaters Kors annahm und das niederhöllische Chaos straft. Triumphierendes Brüllen. Du spürst so etwas wie eine Hand auf deiner Schulter. Und als du die Augen aufschlägst, liegst du wieder an einem See, an einem Weiler. Die anderen siehst du nicht und du weißt nicht genau, wo du bist. Die Lande sind wohl verfärbt und dunkel. Nicht tot, aber nahezu. Wo genau du bist und wo deine Freunde sind, wird die Zukunft zeigen. Aber du weißt, er lächelt auf dich herab. Von seinem Schädelthron.